auf dem Schloss Vogtsberg. Wir zeigen euch heute das Teppichmuseum. Der Schenille Handwebstuhl. Bis etwa 1930 gehörten Handwebstühle dieser Bauart zur Ausstattung der Fabrikabteilung bei Koch und de Kock. Dieser Teppich erfreut Auge und Herz. Dieser Teppich ist um 1955 in der Orientstickabteilung in wochenlanger Arbeit Stich für Stich gebaut worden. Doppelteppiche wurden auf Spezialwebstühlen hergestellt. Diese wurden im Adorfer Werk bis 2004 hergestellt. Das waren unsere Eindrücke vom Teppichmuseum auf Schloss Vogtsberg. Schau doch mal vorbei.